ihr Lieben, es ist so kalt, 2,5 Grad, ich friere mir hier voll im Auto den Arsch ab. Ich habe jetzt Pause und danach Personalbesprechung. Ich freue mich mega, weil ich hatte noch keine, meine erste dieses Jahr. Oh Mann, ich habe heute so ein rosa Oberteil an, beziehungsweise so ein Jäckchen. Ich finde mein Outfit mega cool. Ich habe dann noch eine Kette, passende Ohrringe und ein schwarzes Oberteil drunter. Es ist mega kalt, aber wegen euch zeige ich kurz mein Outfit. Meine Hose, schwarze Hose, meine Sneakers und mein Oberteil. Ja. Ich habe von der Firma so einen Adventskalender bekommen. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Wahrscheinlich Schokolade. Ich kann es euch mal zeigen. Gerade sehr vorteilhaft aus. So ist schon besser, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall, mein Oberteil ist auch schwarz. Also es ist so mit Schnürung. Sieht man das? Mit so Schnürung hier. Dieser Moment, wenn die Brille dreckig ist und man keine Brillenputzgläser dabei hat und ja, jetzt so eine Story machen muss. Echt ärgerlich. Leute, ich werde jetzt auch meine Story beenden. Ich wünsche euch allen einen ganz tollen Tag, weil ich jetzt eben... Ich habe wieder Datenvolumen, mega cool, ihr Lieben. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Also, ich wünsche euch allen einen ganz tollen Tag. Bis bald. Ciao. Mega ärgerlich mit der Brille, wirklich. Muss ich nachher noch schnell putzen, bevor die Besprechung ist. Dann sind die ganzen Chefs und so, die Personalversammlung. Ihr Lieben, ich werde mich jetzt verabschieden, weil ich muss noch mein Brötchen essen. Und ja, die Personalversammlung ist bald. Leute, die Personalversammlung, die ging ewig. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich laufe jetzt gerade zu meinem Auto. Es ist richtig kalt. Boah, nee. Ich bin fast eingeschlafen. Es ging so lange, die Personalversammlung. Es gab kurz Momente, wo ich fast eingeschlafen bin, Leute. Ey, wirklich. Manchmal, man sitzt ja ewig auf dem Stuhl. Es waren nur 3,5 Stunden, aber es kommt einem gefühlt wie 10 Stunden vor. Wie den ganzen Tag, dass man da sitzen muss. So mega anstrengend einfach. Schrecklich. Und ich habe mich vergessen, bei der Weihnachtsfeierliste einzutragen. Jetzt kann ich nicht zur Weihnachtsfeier. Das ist voll ärgerlich. Aber ja, gibt Schlimmeres im Leben. Also nächstes Jahr vielleicht, wenn ich dann hoffentlich noch dort bin, wenn sie mich behalten, hoffe ich doch. Probezeit habe ich bestanden. Ich hoffe doch, dass ich die Probezeit bestanden habe. Ich denke, so gut wie, weil 3 Monate sind so gut wie rum und bis jetzt kam keine Kündigung oder dass sie mich rauswerfen. Mein Urlaub ist genehmigt worden. Also ich bin guter Dinge. Ihr Lieben, normale Menschen fahren jetzt nach Hause, machen nicht noch ewig noch eine Story im Auto, so wie ich. Aber ich bin ja nicht normal. Ihr wisst, was ich meine. Ihr Lieben, ich fahre jetzt nach Hause. Gott, drückt mir die Daumen, dass ich nicht im Feierabendstau lande. Ciao.